Und hier ist der eigentliche Grund, warum wir hier sind. Egal, sieht diese Ball aus und diese Radieschen. Willkommen im Influencer-Lifestyle. So knapp, so ein knapp. Einhauen, der wäre. Leder, Schweine, Fleisch und Coca, so viel Leid dahinter. Oha, zurück zu mir, bleibe hier. Butter Bowl wird jetzt serviert. Guten Morgen, Vegan Savages. Die Jungs kommen gerade in diesem Moment zurück von ihrem Training, während ich hier noch fleißig am Schneiden bin die ganze Zeit. Aber perfektes Timing. Hola, chicos. Ich bin meistens, während die Jungs trainieren sind, schneiden, weil ich da einfach dann diese ruhige Zeit noch nice nutzen kann. Wir haben sogar die Thron-Shots gemacht vom Training. Und das seht ihr jetzt. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso. Add it up. Bruh. So, und um einfach mal ein bisschen Movement reinzubekommen, gehe ich jetzt mit meinem Fußball. Da ist der Gerrit. Guten Morgen, Gerrit. Alles okay? Alles super. What the fuck? Kann der mich in Ruhe lassen? Helikopter. Ein bisschen rumkicken, bewegen. Vielleicht ein bisschen rennen, laufen, was auch immer. Einfach um mein Movement schon mal reinzubekommen. Aber wir laufen ja eh fast jeden Tag. Wow! I love it! Dann hoffen wir mal, dass mein Wiedereintreffen zeitlich gut passt und im Idealfall genau jetzt mit dem Frühstück fertig sind. Ah, gutes Timing. Vielen Dank fürs Frühstück machen. Gerne, gerne, gerne. Oh, nice cream and porridge. Everything day. Nice. Wo ist der Snow? Da ist der Snow. Wo ist der Snow? Da ist der Snow. Wo ist der Philipp? Hier. Philipp spielt mit sich selber. Innoti, innoti. Ciao, Camping Vibe. Wie fandest du es, Fritz? Sehr nice. Unendlich viele Möglichkeiten gefühlt auf diesem Campingplatz. Und wir haben fast nichts gemacht. Deswegen, wir müssen nochmal auf den Campingplatz, um wirklich auch Tennis zu spielen, Fußball und so, oder? Ja. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal was anderes als ein Campingplatz, oder? Ja, Wäsche waschen. Ja. Meditieren, Beine studieren. Genau. Internet, solche Dinge. Aber dann übernächstes wieder ein Campingplatz, oder? Und alles hat dann zu und wir denken uns so, toll. Und off we go. Ich bin der Schlüsselmaster, das heißt, ich habe den Schlüssel und muss den jetzt hier irgendjemandem noch bringen, aber ich weiß gar nicht wohin. Two hours later. Geregelt, jetzt geht es weiter. Boah, aua. Wir sind an unserem ersten Stop angekommen. Eigentlich nur eine Pinkelpause, aber es ist wunderschön hier. Philipp und Ferdi sind da vorne. Aber wie man sehen kann, wir sind hier mitten in der Natur. Rund um uns rote Felsen, alles mögliche an geiler Natur. Ein Träumchen und das Meer geht komplett ab. So schön, oder? So schön. Ich glaube, bisher der schönste Pinkelspot, oder? Auf jeden Fall. Einer der schönsten Spots überhaupt. Und was sagt Philipp zu diesem Spot? Das ist so schön. Es ist so schön. Das ist wahrscheinlich einer so der schönsten Spots überhaupt und bisher, wenn ich ja, das ja, ich mag, dass es so rot ist. Ja, es ist mal was ganz anderes. Stop it. Ich habe nur dich auch. Wir
sind angekommen in einem Parkhaus in Nizza. Und hier steht einfach ein Auto. Das steht hier wahrscheinlich schon etwas längere Zeit zum Verkauf. Diese Nummer anschreiben. Wenn jemand dieses Auto verkaufen will, schreibt diese Nummer an. Ein echt cooles und modernes Parkhaus voll im Zentrum. Und das scheint auch gar nicht so teuer zu sein. Und hier ist der eigentliche Grund, warum wir hier sind. Wir haben eine Yacht gekauft. Zu viert. Jeder kriegt ein Deck. Ganz oben ist meins. Ist zwar klein, aber dafür hat es die beste Aussicht. Wir sind ja dekadent. Also das passt. Wir gehen jetzt mal aufs Boot und sehen uns dann gleich oben wieder. Also Spaß beiseite. Philipp hat gerade rausgefunden, wem dieses Prachtstück, die Quantum Blue, gehört. Irgendeinem russischen Milliardär. Und wie viele Leute passen da rein? 14 nur. 14 Leute und 18 Crewmember. Schon krank, da hat jeder seinen eigenen Diener. Ja. Aber wer kann? Der kann. So muss das. Ich bin dein Diener, okay? Okay. Was willst du? Was willst du hier in Nizza? Ich brauche eine Toilette jetzt. Okay, pissen Sie einfach hier. Okay. Also, kurzes Update. Wir sind irgendwo mitten in Nizza, haben versucht, ein veganes Restaurant aufzufinden, das hier hinter uns ist. Hier ist tatsächlich noch eins, das ist ein Notdog. Da gibt es vegane Hotdogs, aber das ist sonst nicht clean genug. Deswegen wollten wir zu dem The Healer dahinter gehen. Das hat halt leider nicht offen. Erst wieder ab morgen und deswegen ist der Philipp gerade am Suchen. Das Schöne ist, hier gibt es vieles eigentlich im Angebot, aber wir müssen nur finden, was auf hat und was clean genug ist für uns. Endlich habe ich mal wieder die Kamera. Yay, Leute, jetzt bringen wir mal ein bisschen Gaudi rein. So, jetzt knall mal einen Backflip raus. Mann, wir wollen hier noch mal ein bisschen Sparkle. Wir wollen ins Krankenhaus. Let's go. Ich will auch mal ein Lebensretter sein. Nein, hör auf. Wir gehen weiter. Alles klar, Digga. Oh, die Vögel duschen sich einfach in dem Wasser von dem Brunnen. Wie süß ist das denn? Da ist ein Wasserfall und da ist ein Kamel. Und Jungs, wie findet ihr Nizza? Ich finde es richtig nice. Und wie findest du es, Philipp? Nice. Und du, Gerrit? Mega schön. Schade. Viel verderber. So, wie findest du es? Nice. Heftiges Behind-the-Scenes. Nee, andersrum, Fotoshoot. Andersrum in der Selfie-Perspektive. So, oder? Ja. 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 Jetzt will ich, jetzt massiere ich den Gerrit. Hast du mir deinen Penis auf den Kopf gelegt? Nochmal, ja, nochmal. Touristenführer. Ich glaube, wir laufen im Kreis. Und? Ist doch gut, oder? Jetzt laufen wir nochmal da. Nochmal im Kreis. Wie viele Runden müssen wir noch? Wann sind wir da? Drei. Ich glaube, der verarscht uns. Oh, Immobilien kaufen. Geil. Ich kaufe jetzt erstmal ein paar Aktien. Touch it, bitch! Der Supermarkt. Das vegane Restaurant hat auf. Ja, badaboom. Badaboom. Ich bin so sore. Ich glaube, so sore war ich nach dem Krankenhaus nicht einmal. Der ganze Bauch. Ey, ich hatte so Bauchmuskelkater noch nie, seitdem das passiert ist. Wegen dem Sprinten. Und das Geile ist Competition, Mann. Ich vermisse es echt, Competition zu haben. Weird flex. Weil ich wollte natürlich unbedingt gewinnen und dann gebe ich natürlich alles. Und sonst gibst du alles, aber das ist nicht alles, weißt du? Wie witzig ist es, dass er das Essen da so präsentiert, oder? Hier haben wir das, hier haben wir das. Das hier lacht mich bisher am meisten an. Ah, Radie, ja. Oh, Radie. Willkommen im Influencer-Lifestyle, wo mitten auf der Straße in der Hand in mobilem Internet von Philipp der Work hochgeladen wird und die anderen das und geile Essen sagen. Für 82 Euro, also Frankreich ist echt viel teurer als Spanien. Schon 82 Euro. Aber Italien ist als nächstes dran und ich glaube, Italien wird deutlich preiswerter. Und Philipp meinte, Italien ist richtig geil vegan. Also richtig geil. Und das meinte er 3 Jahre her, oder? Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren? Jetzt. Alter, jetzt. Ich bin richtig. Stell dir vor, so richtig geile veganen Italiener. Pizza. Meint der Philipp ohne Ende. Ihr meint überall, so die kleinsten Locations, Philipp, meinst du doch überall vegane Sachen. Und plötzlich ist so eine Eisdiele, die komplett vegan ist und denkst so, okay. Also das wird wild. Let's fucking go. Willkommen zum Squat. Alle am Squatten. Vlog, Squat ist Squatting. Und für mich geht's jetzt auch zurück in meinen Squat. Die Suppe schmeckt ein bisschen langweilig, aber mega clean, oder? Ich finde die voll geil. Aber die ist, glaube ich, die schmeckt halt mega clean, die schmeckt halt nicht ölig oder so, voll geil. Wie geil, naja, sieht genauso aus wie sein Vorzeige Bowl, aber wie geil sieht diese Bowl aus und diese Radieschen? Was sind das für Oschis? Mmh. Ich glaube, es sind keine Radieschen. Also vermutlich schon, aber die schmecken echt lecker. So, wir sind vom Essen zurück. Oh, der Vlog ist immer noch am Hochladen. Paddy ist immer noch so. Eigentlich hat sich nicht viel geändert, außer dass wir gegessen haben. Das Essen war richtig geil. Das ist immer so süß. Schau doch mal. Das hat sich aber nicht geändert. Wieder da sitzt du mit der Tatze. Oh, jetzt kommt wieder. Die Pfoten müssen geschnitten werden.
war die Food? Wie war das Essen? Voll gut und auch irgendwie ganz schön clean, oder? Ja. Also ich bin happy. Also ich fand's richtig geil, dieses Dessert. Und der Nachtisch. What? Also, kleines Update. Wir sind gerade einmal durch Monaco gefahren. Man sieht schon, sieht ordentlich edel aus hier alles. Wir sind gerade am Casino vorbeigefahren. Einmal über die krasse Rennstrecke. War für mich das erste Mal, für Ferdi auch. Und Dekadenz, so gar nicht Lifestyle. Unsers. Gar nicht weil unseres. Wir stehen nicht auf teure Shops, teure Autos. Wir wollen Nature und hier ist auch alles so zugebaut. Behandeln dich irgendwie, wenn du kein Geld hast, also wenn du nicht so aussiehst, nicht so geil. Aber also ich fand es trotzdem krass beeindruckend, einfach mal zu sehen, was hier abgeht und wie krass. Ultra-Rich-Lifestyle, aber... Schau mal, wie das hier zugebaut ist. Ja. Monaco ist hässlich und schön. Und Fritz war richtig beeindruckt von unserem Car-Rental-Auto in Mallorca, was wir hier gesehen haben. Wir waren so, oh, Alter! Ja, nee, ich dachte nur, die Farbe wäre was Geiles. Sicher war ein bisschen belastend. Aber also, auch schön. Da hinten steht einfach ein Helikopter auf einer Yacht drauf. What the fuck? Der ist so schön eingepackt. Ja, das ist wie richtig. Wie so ein Weihnachtsgeschenk, sieht voll schön aus. Ja. Also hier, das ist der Tunnel. Aus was für ein Tunnel? Das ist der berühmte Tunnel aus allen Formel 1 Rennen. Aber wer jetzt? Formel 1. Formel 1, wenn er Formel 1 Rennen ist. Dann ist das hier alles abgesperrt, oder wie? Dann ist die ganze Stadt dicht. Hier schießen die brutal, was haben die hier drauf? Knapp 300 oder sowas. Aber er hat aber gesagt, weiter, okay? Okay, dann halt nicht. Wenn der wüsste. Wenn der wüsste, Mann. So knapp. So ein knapp. Ein Haar und der wäre von mir dem Namen, Mann. Dem Namen, Mann. Ich habe gesagt, da war die Militär und ich wäre bei einer ausgestiegen, weil ich muss meinen Ausweis holen. Dann hätte ich mit der Waffe aber da meinte er, na fahren Sie weiter. Na fahr weiter. So knapp, zwei Soldaten haben so knapp. Aber so knapp. Ich war so ready, Mann. Der Narbenmann, der ist immer ready. Und das Schlimme ist, der weiß es nicht. Der hat keine Ahnung. Der hat keine Ahnung. Der kann nicht mal Dankbarkeit. Also, wir sind angekommen im nächsten Land, in Italien. Wir waren in drei Ländern, hast du schon gesagt? Wir waren heute in drei Ländern. In welchen drei Ländern? Marokko. Frankreich sind wir aufgewacht, da waren wir kurz in Monaco, waren so Bonzen, verpisst euch, ist nicht unser Lifestyle. Und jetzt sind wir jetzt in Italien, oder? Ja, wir sind in Italien. Gelato, vegano. Would you know I'm loco? Den Vlog. Nice, ja Leute, er ist auch geladen. Tut mir leid. Heute ist der erste Vlog, der nach 18 Uhr kommt, aber wir haben alles versucht, aber dafür ist er jetzt bei 100%. Ihr werdet ihn wahrscheinlich schon gesehen haben und wenn nicht, dann schaut vorbei hier oben und schämt euch. Front. Also, wir sind angekommen in Italien, irgendwo in einem Parkhaus. Wir vermissen den Camping-Lifestyle, wir wollen wieder campen. Wir sind schon wieder sick also von den Städten, weil es absolut laut ist. Sick von Städten, das ist immer das gleiche, das sind Städte. McDonald's, Gucci, Prada, Louis, oh okay. Also ich finde es cool, ein paar neue Eindrücke zu haben von Spaß, anderen Städten, weil es Italien ist. Gesagt. Ja, es ist übertrieben. Schöner Stadtpark, alles schön, aber das Ding ist halt, es ist so schön, mein Kopf ist überschön. Und ich brauche die Natur, der Camping-Lifestyle, deswegen nicht so Unterkunft. Camping-Blatt. Nerv nicht. Es ist so schön in der Innenstadt, ähnlich wie gestern. Oder? Also hier können wir nicht geil Fußball spielen. Aber nächste Unterkunft, ich meine fürs Tier. Ich fange heute schon an zu suchen. Campingplatz mit Highspeed Internet. That's let's go. So, Crip Tour. Hat sich übrigens schnell erledigt. Baum 1. Aber der View ist Goals. Schau mal da raus. Warte wenigstens. Auf eine Wand. Alter, da ist eine Wand und da unten sind ganz viele Kippen. Geil. Boah. Ja, aber nee, passt voll. Wir haben blöderweise keine Küche. Irgendwie vergessen wir immer irgendeinen Punkt bei dem Apartment. Einmal haben wir kein WLAN, diesmal haben wir keine Küche. Ich denke immer, ihr checkt alles und halte mich dann raus.
Ja, und immer so, nein, buchen, ich habe keinen Bock weiter zu gucken. Wir müssen jetzt doch immer alle nochmal checken, weil wir sind glaube ich alle vom Brain ein bisschen doof geworden. Das ist scheißegal, weil ganz ehrlich, das sieht cool aus, einigermaßen. Und eine Nacht, hier ist gar kein Problem, selbst zwei theoretisch gar kein Problem. Wir genießen unsere Zeit. Wir gehen morgen wieder campen, ich gucke jetzt schon. Erstmal prepp ich den Blog und dann Camping Lifestyle. Oh shit. Aber erstmal Internet, erstmal White Club. Erstmal Internet. Komm, haben wir das Internet. Ich habe das Internet. Gib mir das Wi-Fi-Passwort. Es wäre nicht das erste Mal heute, dass irgendwas zu ist, wo wir hinwollen, aber Philipp hat eine halbvegane Eisdiele rausgesucht, aber es könnte sein, dass die offen ist. Guck, wir haben das vegane OK-Zeichen wie in Barcelona. Also ist es zugesperrt? Nein, ist offen. Dann vegane Gelato. Also wissen, was ich nehme? Nehme ich Nutella. Okay, die Frucht. Ich nehme una Nutella. Ich fange jetzt mal mit Shred an. 5.1. Jetzt geht's los. Low Calorie Stuhl, darf ich auch drauf? Du musst Calories essen. Du? Junge, du nicht. Kann ich dieses Paw Patrol essen? Aber das ist nicht vegan. Das ist vegan okay. Also hier ist alles vegan okay. Milch ist vegan okay. Hä? Oder ein Mr. Nico Eis. Und hier geht einfach voll die heftige vegan okay Dance Party ab. Also ich versuche gerade krampfhaft Snow so zu halten wie Gerrit und immer, ja, das sieht so aus, aber wirklich, als ob der sich da so dran... Der klammert sich richtig komisch dran. Ich habe das Gefühl, ich würge ihn, aber wenn ich irgendwie die Hand ausstrecke, aber dann habe ich nicht so irgendwie... Das sieht ein bisschen auch verkrampft aus, weil er nur eine Pfote vorne hat. Ja. Aber ich bin jetzt so, alle schauen mich so an, zeigen drauf, weil mit so einem süßen Horn. Für alle Leute, ich kann was belehnen, ich bin international. Ihr könnt mir an eine Insta-DM nicht schreiben, weil die sind voll, deswegen müsst ihr mir nur noch Liebesbriefe schreiben. Ah, Snowy Snow. Bitte helfen Sie mir. Die Jungs machen gefährliches Zeug und springen auf irgendwelche schwimmenden Grasplattformen. Los, Kinder, habt euren Spaß. Hey, die Challenge ist, wer als erstes runterfliegt. Oh shit, oh shit. Was für eine Seite? Hä? Okay. Bro, unsere Handys sind im Wasser. Oh, yeah. Oh mein Gott. Zurück! Zurück zu was? Ich wette, das ist eine Qualle und kein Kondom. Die Jungs machen da irgendein komisches Battle auf dieser schwimmenden Plattform. Ja, wir machen einfach noch einen Spaziergang, um so ein bisschen die Umgebung auszuchecken. Das geilste vegane Eis. Leckerer also als in Malaga. Sehr geil. Besser als in Malaga. Philipp hat auch gesagt, er fand es sehr geil, deswegen muss ganz geil gewesen sein. Ich habe schon genug veganes Eis probiert und weiß, dass es wahrscheinlich geil ist, aber dann eher so bei Special-Sachen wie diesem krassen veganen Zeug in Malaga. Was macht der Junge da? Wollen wir jetzt ein bisschen... Hallo? Nee, segeln. Hallo? 3, 2, 1, go! Das war nicht cool, wa? Rewind time. Ein echter Bambus gibt's hier mal wieder. Endlich sind wir wieder in Frank. Ich bin international. Irgendwo, wo es halt Bambus gibt. Das ist gute Qualität. Bauchnabel, Mann. Ich sehe scheiße aus, dann müsst ihr auch schon sehen. Bis der letzte Bauchnabel, die gefehlt wurde. Ich habe Angst. Ich bin hier mit meiner Freundin so romantisch. Ich sitze hier. Und schauen uns Comedian Comedy an. Oh, Comedy. Das war was Cooles. Nö. Auch einen kleinen Eindruck von meiner täglichen Roadtrip-Routine zu geben. Machen wir da weiter, wo ich vorhin aufgehört hatte. Das bedeutet, ich schneide meistens abends noch die Videos vom Vortag fertig und ja, entweder irgendwie wie jetzt voll am Anfang oder schon fertig oder irgendwas, aber ist dann immer tagesabhängig. An der Stelle mein kurzer Real Talk. Ich meine, Gerrit hat ja gestern schon übelst liebe Worte losgelassen und ich mache das mal zweiteilig. Also einerseits, hier ist die Realität. Ich habe zwar ultra das Privileg hier zu reisen, bin aber auch voll beschäftigt. Also ihr habt es gesehen, es ist nach 23:30, alle anderen sind schon am Schlafen und ich habe halt jetzt noch den Vlog durchgeputscht. Morgen früh, also der morgen Abend rauskommt, weil morgen wird halt schon wieder der nächste geschnitten. Das sollte vielleicht dem einen oder anderen bewusst sein, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es Leute gibt, die sehr gerne in meiner Position wären, was ich top verstehen kann. Das wäre bei mir wahrscheinlich genauso, wenn eine frühere Version von mir mitbekommen hätte, oh, da hat jemand diesen Traumjob, was es ja für mich ist. Und
auch damals für mich gewesen wäre. Und ja, ich hätte bestimmt einiges an Neid losgelassen, aber seid euch bewusst, das hier ist wirklich Knochenarbeit, auch wenn es nicht so scheint. Und es ist natürlich einfach aus Passion heraus und ich folge meinem Highest Excitement, wie Ferdi es sagen würde. Seid euch dem bewusst, ich bin hier heftig am Arbeiten und es steht wirklich viel Arbeit in den Vlogs, also don't take it for granted. Seid froh, dass wir euch diesen Content bringen können. Wir stecken super viel Arbeit in die Vlogs, von Filmen bis Thumbnail machen und vor allem im Schneiden. Es steckt so viel Arbeit drin, deswegen wertschätzt alles das, was dahinter steckt, hinter einem Video, das ihr jeden Tag kommt. Teil 2, die positive Seite dessen, was ich hier habe. Ja, ich acker mich ab, aber das ist natürlich auch nicht irgendwie so ein Knochenjob, wie andere Leute ihn haben, die sich darin gefangen fühlen oder ähnliches. Ich habe mit Ferdi praktisch den besten Chef, wenn man das überhaupt so nennen will, den man sich vorstellen kann, weil er halt einfach inzwischen einer meiner engsten Freunde geworden ist. Und ich bin super dankbar und das habe ich Ferdi letztens natürlich auch schon persönlich gesagt. Habe ihm ganz offen gesagt, hey, ich bin super dankbar für meine Position und dass ich das hier machen kann. Deswegen verspüre ich dahingehend eine unfassbare Dankbarkeit Ferdi gegenüber, aber auch den anderen gegenüber, weil man hier von einem auf den anderen Tag akzeptiert wird. Aber ich finde, wir viben einfach als Gruppe zu viert super gut zusammen und das ist ein tolles Gefühl. Und damit sage ich langsam gute Nacht, weil es ist fucking 23.36 Uhr und ich sollte längst schlafen gehen. Macht's gut, genießt die Zeit und bis morgen.